einem weiteren Vlog. Mit dabei sind drei weitere Leute. So, wer bist du? Ich bin der Noah. Okay, Zapfen01. Moin, ich bin der Matteo. Okay, heute sind wir bei einem weiteren Lost Place, wie gesagt, und wir sind heute bei einer alten Bahnhofshalle wieder, wie beim Lost Place in Gießen. Nur halt alles, glaube ich, etwas kleiner und etwas älter. Da sind auch noch ein paar Funktionsgebäude dabei. Ja. Wo würdet ihr am besten reingehen? Da hinten ist eine Tür offen. Durchs Fenster. Hier kann man auch wieder rein, aber es sieht ziemlich zerfallen aus. Das Dach hier hat auf jeden Fall gebrannt. Nice. Hier gehen wir aber weiter, wir schauen mal. Ja. Leute, wenn ich einmal gegentreten würde, ich wette, die Wand würde einstürzen. Macht natürlich nicht, aber... Sehr gut. Wir wären jetzt hier in der ersten Halle und schaut mal hier oben einfach, Leute. Das ist wirklich richtig nah am Einstürzen. Hier sind auch so Netze extra gespannt worden. Da ist halt auch schon Rauschutt und so Zeugs drauf. Also im Gegensatz zu Gießen, wir waren in Gießen. Das war ja so eine ähnliche Fläche, Halle, und da war es einfach viel besser noch im Takt und so. Was man hier wieder sieht, hier in der Mitte waren dann halt Schienen gewesen. Und darauf wurden dann halt die Züge raufgefahren und dann halt gewartet, wie es praktisch auch in Gießen gewesen ist. Hier gibt es einzelne Tore wieder, da ist ein Tor, da ist ein Tor, da ist ein Tor, und dann stehen halt immer hier Züge. Müssen unbedingt Instagram-Bilder machen jetzt. Ja, Instagram-Bilder machen wir auch noch. Was ist das? Ich habe auch noch ein Seitennetz auf, also nichts Spezielles. Das hier, Leute, kann man echt nur eine Ruine nennen. Gönnt euch mal das hier. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr vorhanden. Hier oben sind noch Rohre. Übernetzen. Hier sind wir jetzt nochmal draußen vor dem kompletten Lokschuppen. Was man hier nochmal ganz gut sieht, wo früher die einzelnen Züge halt rausgefahren sind. Es sind leider hier keine Schienen mehr vorhanden, im Gegensatz zu Gießen. In Gießen waren noch die ganzen Schienen vorhanden. Hier kann man sich nur noch so erahnen, wie es damals war. Und da oben auf dem Dach sieht man auch noch die Abzüge von den Dampfloks. Das ist doch eine Kamera, oder? Oder sowas Ähnliches. Kannst du mal holen. Wo ist die Kamera? Da unten liegt die. Diese Kamera? Ja. Ich will, lass sie mal holen. Das ist keine Kamera. Was ist das dann? Hä? Du kannst hier gucken, ob du die holen kannst. Ich glaube nicht, das sind die. Ja, ich lass auch holen. Nicht. Nee, ich will nicht runtergehen. Ah, die sind etwas drin. Das ist leer, Alter. Das ist... Ah, lass doch nicht fallen. Spaß. Okay. Kannst du mir die Taschen da holen? Ist das fest oder eher nicht so? Ist da unten Boden? Oder ist, ist da alles voll bewässert? Das ist einfach so ein Lichtschalter, so ein alter. Okay, Leute, hier ist ein Keller. Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, okay? Hier ist ein großes Becken. Weiß nicht, was da war. Leute, ist echt eine Höhle. Warte, ich mach den mal nicht. Okay, geht aber nicht weit. Wie sie Müll ist da drin, mehr ist da nicht. Hier im Erdgeschoss des Gebäudes sind auch wieder Sanitäreinrichtungen. Okay. Hier ist aber nicht mehr viel zu sehen, weil in dem Haus das komplette Dachgeschoss schon mal komplett im Arsch. Da will ich jetzt auch nicht auf das Dach raufgehen, weil ihr schaut einfach mal hier. Da richtig einschutzgefährdet. Das hier war auf jeden Fall ein Badezimmer gewesen. Da oben war noch eine Glühbirne gewesen und da unten war eine Toilette. Alles nicht mehr vorhanden. Hier ist auch nichts mehr. Jetzt geht es hier in ein nächstes Gebäude, was auf jeden Fall besser im Schuss ist als es von gerade eben. Das gerade eben war ja fast komplett verfallen. Hier liegen so viele Fahrpläne und Rechnungen, teilweise noch richtig gut lesbar. Okay, Kaugummi gibt es ja auch. Die Unterlagen sind vom 28. September 1977. Bis dahin war es ungefähr hier, denke ich, auch aktiv gewesen. Vielleicht finden wir hier noch ältere Sachen. Hier steht zum Beispiel, Zugbegleiter sind doch die besseren Diplomaten. Ah, okay. Kannst du das unterschreiben? Nein. Tja. Hier ist nichts mehr, bis auf eine alte Heizung. Hier ist auch nichts mehr. Hier in der Mitte war mal ein Regal, glaube ich, drin gewesen. Das wäre auf jeden Fall ein Safe gewesen. Wenn man hier hinkommen wollte, Leute, das YouTube Money ist ab jetzt immer hier eingelagert. Ihr seht, da ist richtig viel drin. Außen ein Einschussloch. So, Leute, wir haben jetzt noch ein paar Insta-Bilder gemacht und jetzt gehen wir hier auch schon wieder raus. Das war es dann, wie gesagt, auch wieder mit einem weiteren Lost Place Video. Wenn euch dieses Lost Place gefallen hat, dann würde ich einfach sagen, sprengt den Like-Button. Bei 60 Likes gibt es direkt das nächste Lost Place. Checkt mal einfach die drei Leute alle ab. Wenn ihr auch Top-Comment werden wollt, dann schreibt einen Kommentar mit etwas Glück. Seid im nächsten Video dabei. Wie gesagt, bis dahin. Dieses Jahr ist noch richtig viel kranke Scheiße geplant, Leute. Deswegen abonniert den Kanal, macht die 2000 Abos voll. Bis dahin, haut rein, ciao.